Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns gemeinsam die Neuzugänge aus Januar 2020 an. Ja, tatsächlich, 2020 ist schon vergangenes Jahr. Und ja, schauen uns gemeinsam an, was ich davon schon gelesen habe, was noch auf dem Sub ist und was mir auch noch so ein bisschen zu den Büchern einfällt. Insgesamt sind laut meiner Statistik wohl 13 Bücher bei mir eingezogen, also gar nicht so viel für den Januar. Normal eskaliere ich da so ein bisschen, aber das seht ihr dann im Neuzugänge-Video für dieses Jahr. Und dann stellen wir uns einfach zusammen die Frage, schon gelesen oder subt es noch? Und ich blende euch wie immer jetzt gleich das Video ein und freue mich aufs gemeinsame Anschauen. Ach, und da ist die Steffi braun gebrannt und das im Januar. Ja, Verliebte Bücher und andere Schlamassel von Franziska Erhardt ist eingezogen und wurde von mir auch gelesen. Das ist, glaube ich, der zweite Teil. Wenn nicht sogar der dritte, nein, ich glaube der zweite Teil ihrer Notting Hill-Reihe und ich habe, glaube ich, auch alle Bände gelesen, sowohl Bücher als Törtchen als auch Blumen. Und dann gab es zu Weihnachten auch noch eine Reihe dazu mit weihnachtlichen Katastrophen, was mir nicht so gut gefallen hat. Aber insgesamt die Reihe toll. Ja, ein Jahreshighlight im letzten Jahr ist Flammenklinge, beziehungsweise ist die Lichtsplitter-Saga. Das ist der zweite Band von Erik Hellen und Mira Valentin. Mir hat die ganze Reihe unglaublich gut gefallen. Ich hatte sehr viel Spaß. Wir haben hier High Fantasy mit zwei Perspektiven. Sowohl Erik Hellen als auch Mira Valentin haben jeweils einen Protagonisten, einer Protagonistin ihre Stimme gegeben. Und es ist eine wunderbare Welt. Es ist bildhaft, es ist spannend, es ist düster und mir hat es wirklich unglaublich gut gefallen und man taucht da richtig schön ein und ich finde, also Erik Hellen kann wirklich wunderbar Geschichten erzählen, kann, ja, Windherz hier ist der erste Teil dazu, auch die Cover großartig, nicht zu überladen, richtig schön, passend, perfekt und auch der dritte Teil, der ist dann lila, hat mir super gut gefallen. Die schönste im ganzen Land ist aus dieser Disney-Reihe, wo uns etwas über die Bösewichte erzählt wurden und da hatte ich auch dann das Schöne und das Biest, also das Biest erzählt, ist richtig schön, habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, zum Geburtstag geschenkt bekommen im Januar. Mir hat die Reihe nicht ganz so gut gefallen. Also ich fand hier die schönste im ganzen Lande auch noch von den beiden, die ich gelesen habe, mit am schönsten. Aber ich habe mir da anderes erwartet. Also ich habe, hier hat man schon ein bisschen Hintergrundinfos bekommen, aber es war irgendwie leider nicht ganz so meins, was ich, also ich wollte es lieben, aber... Ja, Silent Scream von Angela Marson wurde mir von der lieben Sarah zugeschickt. Ist ein Hörbuch, habe ich auch angefangen, war aber leider nicht so meins. Also wir haben hier auch so ein bisschen einen Krimi und ja, das ist nicht immer meins. Das muss schon so ein bisschen mich in den ersten 50, 60 Seiten abholen. Ich habe hier, glaube ich, keine 20% gehört. Es war leider nicht meins. Also es tat mir auch unglaublich leid, aber ich kann berichten, ich habe das weitergegeben an einen Krimi-Fan und der hat das dann auch sich im Auto angehört. Und dann Summer in Bloomsbury von Annie Darling habe ich auch zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ist, glaube ich, der zweite Band einer Reihe und ich glaube, mittlerweile gibt es auch einen Weihnachtsband. Und ich glaube, hier ging es so ein bisschen darum, dass zwei Leute, also ist auf jeden Fall gelesen, dass sich zwei irgendwie verabreden und immer für Familienveranstaltungen und so ihr Date sind, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich fand das sehr wohlig, ich fand das sehr warm, war für mich so ein klassischer Wohlfühlroman. Hätte für mich, glaube ich, besser funktioniert als Hörbuch. Das tue ich mir mit dem Lesen immer so ein bisschen schwer, das funktionieren Hören besser, aber war natürlich richtig schön und hat gepasst. Ja, noch ein Geburtstagsgeschenk ist Reise durch Mittelerde von John Howe. Hier haben wir verschiedenste Bilder, also im Grunde wie ein Atlas, wenn man so möchte, mit verschiedenen Orten, verschiedenen Geschehen, die bildhaft festgehalten wurden. Und das ist richtig, richtig schön gewesen. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und also Mittelerde ist immer ein Nachhausekommen, immer ein Wohlfühlen. Und das hat dieses Buch definitiv auch geschafft. Und das war richtig schön. Habe mir auch jetzt für 2021 vorgenommen, wieder mehr in Mittelerde zu verweilen. Ich möchte einige Bücher von Tolkien rereaden und freue mich da auch schon mega drauf. Den Hobbit habe ich ja dann im Dezember gehört und mal sehen, was dann so ein bisschen das nächste wird. Aber mit Mittelerde macht man bei mir eigentlich nie was falsch. Das kann mich immer wunderbarst unterhalten und
Ja, was kommt als nächstes? Die labert immer so lange. Schrecklich. Der Mann, der zu träumen wagte, von Grammy Simpson. Ich glaube, wir sind da an einem Mängelexemplar bei Thalia. Da gab es so, konnte man ja letztes Jahr im Januar noch machen. Ich habe von dem Autoren, ich glaube, so ein pinkes Buch gelesen, der Rosi-Effekt oder irgendwie so. Und das fand ich auch richtig schön. Ich weiß, dass mich der zweite Teil nicht ganz begeistern konnte. Und auch das hier habe ich tatsächlich abgebrochen. Ich bin überhaupt nicht mit dem Stil zurechtgekommen, auch nicht mit der Geschichte. Ich kann mich auch gefühlt nicht mehr an viel erinnern. Ich weiß, dass es mich angesprochen hat, und aber ja, mir leider nicht gefallen hat. Also ich kriege da auch nichts mehr zusammen. Ich versuche ja immer so ein Drittel zu lesen, und ja, hier war auch ganz schrecklich. Wo die Kartoffeln auf Bäumen wachsen, von Nils Stratmann. Ich bin mit dem Stil von Nils Stratmann überhaupt nicht zurechtgekommen, eine Geschichte zu erzählen. Er heuert hier ja irgendwie auf dem Schiff an und fährt, ich weiß gar nicht mehr, wo er hingereist ist, in die Karibik. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich fand seine Art zu erzählen ja, sehr ego-mäßig, sehr ich-bezogen, und das ist nicht das, was ich lesen möchte. Ja, Das Haus ohne Männer von Karin Lambert habe ich gelesen, fand ich auch ganz okay. Ich habe, glaube ich, auch zwei andere Bücher der Autorin schon gelesen. Das war so ein bisschen das Schwächste, weil wir hier wirklich eine extreme Männerfeindlichkeit haben. Ich setze das mal so in Anführungszeichen, denn alle Bewohnerinnen dürfen eben keine Beziehungen haben und so weiter und kommen eben auch dahin, um eben irgendwie von Männern ungestört zu leben, und das, ach, da kann ich irgendwie nicht so viel anfangen, denn es gibt ja auch Frauen, die doof sind und mit denen man nicht zusammenleben möchte, also das so geschlechtermäßig, ja, man hätte sich vielleicht bei dem Titel irgendwie schon denken können, dass das nicht ganz meinem entspricht. Ich weiß, dass die eine oder andere Stelle ganz humorvoll war, und ich finde auch ihren, genau, hier zeige ich es, genau, da ging es um ältere, um ein älteres Paar, oder ja, die sich da irgendwie kennenlernen, aber ja, war okay, aber jetzt auch nichts, das ich empfehlen würde, oder ja, ganz anderes. Die andere Welt von Julie Cohen habe ich im letzten Jahr bekommen und absolut geliebt, ist auch für mich definitiv ein Jahreshighlight aus dem letzten Jahr. Da gibt es auch ein extra Rezi-Video im Rahmen des Adventskalenders, wenn euch das näher interessiert. Das fand ich so schön. Wir haben hier einen Jungen und ein Mädchen, das im Grunde die gleichen Voraussetzungen haben, aber wie sich das Leben eben um sie herum entwickelt, verändert, je nachdem, welches Geschlecht beide sind. Und es hat Wendungen drin, die ich nicht habe kommen sehen, die ich auch aus dem Klappentext nicht erwartet habe. Sprachlich fand ich das super gemacht, und ich mochte einfach, wie an dieses Thema herangegangen wurde, also tatsächlich welchen Einfluss das Kind, das Geschlecht des Kindes vielleicht auch irgendwo hat, was drumherum passiert. Also für mich wirklich ein Highlight, und ach, never mind. So viele haben im letzten Jahr davon geschwärmt. Das ist der erste Teil, Die Prüfung, von Jay Kristoff, gesprochen von Robert Frank. Und das ist wirklich mitunter mein Hörbuch Gott geworden. Der hat mich letztes Jahr durch alle drei Teile von Nevernight geführt, und ich fand es grandios. Auch ein Jahreshighlight, auch ein Lebensreihen-Highlight, Lebenslese-Highlight. Fand ich Hammer. Ist Dark Fantasy, ist sehr düster, ist sehr brutal, auch sprachlich, manchmal sehr unter der Gürtellinie, aber wunderbar erzählt. Und wenn Jay Kristoff anfängt, mit uns als Leser zu sprechen, und Robert Frank das auffängt, und grandiose Personen, Register und Rückblicke, ich kann diese Reihe nur empfehlen. Mittlerweile ist auch Band 1 und 2 als echtes Buch bei mir eingezogen. Band 3 fehlt noch. Mal sehen, wann ich den vielleicht günstig schieße. Aber ja, meistens kommt es anders, wenn man denkt. Von Petra Hülsmann habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Also das erste Buch jetzt in diesem Video, was noch nicht gelesen ist. Ich höre immer sehr viel Positives von Petra Hülsmann, und manchmal zieht es mich dann hin, um ein Buch zu kaufen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich zu diesem Buch gekommen bin. Ob ich das gebraucht gekauft habe, ich weiß nicht mehr. Aber ist noch nicht gelesen, aber das sollte ich wahrscheinlich sehr schnell tun. Vielleicht kennt ihr es ja, dann könnt ihr gerne in den Kommentaren schwärmen. Imperator von Kai Meier, Staffel 1, ist ein Hörspiel gewesen, was ich so okay fand. Also tatsächlich konnte mich das nicht ganz so packen. Bin mir jetzt auch gerade gar nicht sicher, ob ich das durchgehört habe. War auf jeden Fall kein Highlight und spielte, glaube ich, auch ein bisschen in der Vergangenheit. Ach, ich kriege das auch nicht mehr zusammen. Also es hat mich nicht so fesseln können. Anders jetzt ja das neue Hörspiel von Kai Meier, Die Sieben Siegel. Da hat ja auch Becky im Hangout sehr, sehr geschwärmt. Aber ja, das hat mir, also ich habe es nicht mehr so richtig in Erinnerung. Ich mag ja Hörspiele
Spiele ganz gerne. Das ist ja im Grunde nicht, dass uns eine Geschichte vorgelesen wird, sondern wirklich wie in einem Film, wenn man so möchte, wo Leute nur Dialog führen. Aber ja, das war leider nicht so meins, beziehungsweise habe ich da auch nichts in Erinnerung. Und ja, ich glaube, das waren sie jetzt, die 13 Bücher. Eins davon ist ungelesen, nämlich das Buch von Petra Hülsmann. Wie gesagt, wenn ihr ihre Bücher mögt, schwärmt ein bisschen in den Kommentaren. Ich habe es auch schon auf dem Substapel jetzt, glaube ich, ein bisschen weiter nach oben gepackt, weil es auch so ziemlich mit, zumindest von den echten Büchern, eins der Bücher ist, die jetzt so auch am längsten mit auf dem Sub sind. Es gibt natürlich noch 5, 6 echte Bücher, die älter sind, aber ja, ihr kennt ja vielleicht diese Rückblickvideos, da wisst ihr, dass da gar nicht so viel von mir übrig bleibt. Von mir? Nein, von den Büchern übrig bleibt. Also meine Güte, von mir bleibt viel zu viel übrig. Und ja, finde ich wieder einen ganz okayen Schnitt. Ein Buch von 13 ist absolut machbar und möglich, das jetzt vielleicht auch zeitnah wirklich anzugreifen. Ich überlege tatsächlich ein bisschen, diesen Rückblick vielleicht nicht am Ende des Monats, sondern am Anfang des Monats zu machen, um dann vielleicht in dem Monat einfach sich das Buch mal zur Hand zu nehmen und zu sagen, okay, ich habe es dann trotzdem innerhalb des Jahres irgendwie gelesen. Ja, das muss ich mal so kurz ein bisschen überlegen, mal meinen YouTube-Drehplan sozusagen reinschauen, weil ich glaube, dass das vielleicht für einen selbst tatsächlich auch ganz schön wäre zu sagen, jo, ich habe es jetzt trotzdem noch innerhalb des Jahres gelesen und ja, da kann man sich ja dann mal umschauen. Ja, vielleicht kennt ihr ja auch eins der Bücher, vielleicht auch von den Highlights, von denen ich geschwärmt habe. Lasst uns da gerne ein bisschen in den Kommentaren plauschen, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ja, ich bin natürlich neugierig, habt ihr Subabbauvorsätze jetzt fürs neue Jahr? Lasst uns hierüber auch gerne ein bisschen quatschen. Ich würde ja gerne von den knapp 80, die es Jahresende waren, mittlerweile sind schon ein paar mehr, auf 50 runterkommen innerhalb des Jahres und aktuell sieht es nicht danach aus. Der Januar ja, ist doch ein bisschen mehr eingezogen, als ich gelesen habe, aber es liegt natürlich an Weihnachten und Geburtstag und aber ihr seht das in den Neuzugängen. Aber ja, mal sehen, ob das irgendwie so klappt. Und ja, lasst uns da gerne ein bisschen quatschen. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.